Klonk. Hallo Leute, willkommen zu Beinen auf Eis Afterbirth und ich bin am Kotzen. Wisst ihr warum? Ich habe 25 Minuten aufgenommen und dann Ende das Mikrofon. Ja, und jetzt würde ich natürlich jetzt sagen, nachdem ich das Mikrofon ein bisschen angebrüht und zusammengeschissen habe, was natürlich normal ist, könnte ich natürlich jetzt ganz von vorne fahren. Aber nein, ich mache einfach Continue, weil es mir kackt egal. Ist mir scheißegal. Ich werde jetzt nicht nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, erst nochmal kurz Zusammenfassung. Ich habe als Samson angefangen, habe Little Rock, Latchkey, Negativ, The Cloak, Small Rock und ja, die SM-Maske und 99 Bomben und ja, wir haben Mann besiegt in unter 25 Minuten und das Mikrofon hat gebrummt wie blöd und ich habe ganze Zeit als für umsonst gequatscht und weil ich mir dachte, hey, ich will euch jetzt nicht wieder quälen mit ganz von vorne, springen wir einfach direkt in The Wump. Was soll's. Und diese Aufnahme wird auch nur 25 Minuten lang werden, weil ich will euch nicht wieder quälen mit irgendwie eine Stunde Isaac-Videos, weil Isaac ist inzwischen sowas von durch. Und ich glaube, habt ihr wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Naja. So. Komm schon. Ja. Hermetizis habe ich ja hier mit auf große Superschüsse. Ich könnte eventuell. Ach stimmt, ich kann keine Bomben sammeln, weil ich habe ja Bombs-artige Key eingesammelt, deswegen habe ich jetzt mehr Schlüssel als Bomben. So. Ach Gottchen, YouTube ist so kacke inzwischen. Ich meine, habt ihr es. Ich glaube, ich werde nicht mitzukommen. Ich meine, diese ganze Alpquine-Geschichte, die machen jetzt so ganz Videos weg, weil wir denken, hey, wir sind jetzt ernsthafte Künstler, aber wir sind auf ganze. Wir auf diese ausgeflippte Red Bull-Kindergeschichten keinen Bock mehr haben. Und wir sind auf unsere Comedy. Comedy. Und wir löschen unsere ganzen Videos, weil. Scheiße, da war eine Trollbombe drin. Wir löschen unsere ganzen Videos, weil. Dann denken ja die ganzen großen Leute da draußen, hey, wir sind ernsthafte Künstler, die haben ja sonst nichts auf YouTube vorher gemacht, ne? Die ganzen Abonnenten, die waren schon vorher da, nicht wahr? Wegen der Musik, ganz natürlich, nicht wahr? Naja. Und dann noch diese YouTube-Glitch-Geschichte, wo eigentlich doch jeder, der ein bisschen aufgepasst hat oder ein bisschen sich ein bisschen vielleicht informiert hätte in der Zeit, gemerkt hat, ach, das war nur ein Glitch und nicht gleich. Aber man muss ja natürlich gleich wieder ein Video raushauen und sagen, ich habe 125.000 Abonnenten verloren. Ich hätte ja mal kurz informieren können oder nachfragen können. Aber nein, ich muss ja peinlich schieben. Beziehungsweise ich muss ja schnell noch ein Video machen, weil es gerade ja aktuell ist, nicht wahr? Man muss ja immer zu irgendwas, auf was auf YouTube gerade in ist, was machen, nicht wahr? Auch wenn es totaler Quatsch ist. Stachelraum schneiden. Icon sagt immer Stachelraum, also rein in den Stachelraum. Ja. Das war jetzt eigentlich eher Verschwendung, weil wir haben jetzt ein Herz. Ein Dämonenherz gegen Silberherz eingetauscht und das ist jetzt wieder komplett weg. Toll. Tja. Und dann das komme ich wahrscheinlich nicht ran. Doch. Rainstorm. Super. So, okay. Das heißt, wir können nicht weiter noch weniger weiter schießen, aber hey, was soll's. Ich meine, die Tränen werden ja eh stärker, je näher wir an die dran sind, nicht wahr? So. Und dann noch diese PewDiePie. Ich versuche offensesmäßig luftig zu sein, haha, und es ging voll nach hinten los. Tja. Selbst schuld. Hätte mal ein bisschen mehr nachgedacht. Ich weiß, weil lädt er das Video überhaupt hoch mit sehen, wo die das Schild da hochhalten, wo er sich dann nur schwört. Ich habe 5 Dollar dafür bezahlt, warum machen die denn das? Und dann am Ende so, ups. Und dann so, nein. Verdammt, oh, verdammt, die haben es echt gemacht, oh. Schnell noch hier, wie es ein Politiker macht, schnell hier sich entschuldigen und sagen und dann noch was erzählen von wegen, ah, das war eigentlich alles nur. Das war alles ein Experiment. Nein, das war, damit wollte ich was aufzeigen, wie verrückt die Welt, wie Leute doch sind, was einige Leute für Geld doch alles machen würden, ne? Ja, Leute, die gar kein Englisch können anscheinend und nicht wussten, was da drauf steht. Wieso heißt sie nicht die Bedeutung wissen, was, die Bedeutung davon wissen. Tja. Ja, egal. Ich denke mal, er muss da jetzt nicht großartig leiden. Ja, sein Ruf ist jetzt kaputt. Nicht seiner. Nicht deiner. Oh Gott, dieser alte Spruch. Aber. Mit der Kohle, die er jetzt in den letzten 5-6 Jahren zusammengesammelt hat, könnte er sich sogar selbst ein eigenes Netzwerk zusammenbasteln. Okay, wartet mal, ich gehe nochmal schnell zurück. Vielleicht ist da ja was drin, obwohl. Nö. Okay, gut, auf zum Boss. Wir kriegen, glaube ich, jetzt hier, boomt jetzt eh, glaube ich, nicht mehr so viel. Und Shops gibt es jetzt auch ja nicht mehr. Tja, was soll's. So ein Dreck. Da nimmt man 25 Minuten ein Video auf, nur um ändern festzustellen, in der Aufnahme. Macht das Mikrofon, weil es wieder nicht hundertprozentig richtig eingestöpselt ist, ey. So ein Dreck. Sowas kann man echt aufregen. Aber wisst ihr, was ich auch aufregen kann? Apropos wegen YouTube-Zirkus und, ja. Ich meine, Leute da draußen, ihr habt euch da für entschieden für diese ganze YouTube-Geschichte. Okay, was hat Satan für uns?
Warte mal, Judgment. Okay, was hat er für uns? Ah, ich hätte Judgment in. Ich hätte Judgment in den Devil-Raum schicken müssen, weil dann wäre dann. Obwohl. Wäre ja dann auch der rausgekommen. Der Devil-Deal. Für Herzen, wenn ich mich nicht irre. Okay, Angriffsspringen. Und Grandriffsspringen. Okay, das ist okay. So, was hat er für uns? Ich könnte eventuell. Hast du was für uns? Nein, das willst du nicht. Okay, ich spring dich. Okay, Geld, Geld und eine Bombe wieder. Okay. Okay, ab in die nächste Ebene. Ich meine, ihr ganzen YouTuber, die euch da draußen in diesen Affenzirkus begeben hat ja, wir müssen jetzt Reichweite generieren, wir müssen jetzt zu viel Klicks im Monat haben, weil sonst können wir uns unsere Eigentum so nicht leisten. Tja, habt ihr euch eben selbst schuld, da müsst ihr eben jetzt die ganze durch, weil diese ganze YouTube-Geschichte, das ist halt nicht, das ist halt kein richtiger Beruf, naja, in dem Sinne, da ist halt mit, warte mal, wo ist denn hier der Fein? Ach, da oben ist auch die, okay. Ist halt wie, ist halt mit Selbstständigen, ne? Wenn du selbstständig bist, musst du halt alles selbst machen, musst halt sich selbst kümmern, musst die ganzen Versicherungen machen, musst das Steuern rauszählen und so weiter. Und im Fall von YouTube musst du halt eben die Klicks generieren. Und wenn du die Klicks nicht hast, dann hast du halt weniger Geld im Monat und dann musst du halt dich dann halt im schlimmsten Fall so machen, indem du unkreativ, total unkreativ eben die ganzen YouTube-Grins aus Amerika nachäffst, weil. Oh, das bringt gerade 100.000 Klicks. Mache ich das mal 1 zu 1 nach. Und das Thumbnail ist ja auch schon da, also. Tja, und dann steckst du halt drin in diesen Teufelskreis. Tja. Ist halt keine große Geschichte, wie es damals bei der Bravo erzählt wurde, ne? Mit einem Ausbildungsberuf für Jugendliche. Was ja mal Kios in seinem alten Video vorgestellt hat, wo die ja aufgezählt haben, neben Mediendesigner. Irgendwas mit Medien. Und, was war noch? Kfz-Mechaniker, dass die da noch YouTube-Videoproduzent eingebaut haben mit. Du kannst mit Videos, mit Sachen, Videos und beziehungsweise deinen Hobbys Geld verdienen. Tja, funktioniert nur leider heutzutage nicht mehr. Ich meine, du kannst vielleicht eventuell was reißen, wenn du gerade mal so diese ganze YouTube-Trends Nummer 1 zu 1 nachmachst, aber. Kommen wir nicht rein, okay. Aber so richtig die dicke Kohle scheffeln, mit denen du 100.000 in. 10.000 im Jahr vielleicht, sagen wir mal. Oder im Monat verdienst und dann von leben kannst, das ist längst vorbei. Das hättest du vor 5, 6 Jahren machen müssen, als YouTube Deutschland quasi Mainstream geworden ist, sozusagen, wenn man so will. Und es ist doch eine große Leistung war, 10.000 Abos, 10.000 Klicks zu bekommen am Tag. Wollen wir you larger, aber dafür auch langsamer. So. Tja. So ist das halt, es entwickelt sich halt weiter und Mist. Na gut, jetzt kriegen wir ja Seelenherz zusammen. Ist Vieh. Das ist der verdammte Vorführeffekt. Aber hey, seht es mal positiv. Ihr müsst jetzt hier nicht die ganze Zeit mit mir leiden und wir hier durch die erste Ebene laufen. Ist Vieh. Super. Super. Und du hast ja alles mitbekommen, nicht wahr? So, ja, wenn wir jetzt spinnen und fliegen kommen würden, dann hätten wir eventuell noch die Chance, dass wir ein paar Angriffsfliegen haben, aber naja, ist ganz witzig. Und wenn ich jetzt sterbe, hey, ist auch egal. Ich meine, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf Bane of Isaac, beziehungsweise diese ganze Scheiße hier. So, okay. Silberherz wäre natürlich mir lieber, aber hey, was soll's. So, ist reingelaufen und ein Schlüssel, das mir nichts bringt. Okay, was haben wir hier? Ist da jetzt Mom? Nein. Laserherz, müssen wir aufpassen. So. Ach ja, war es schön damals auf YouTube 2012, warum als das Ganze quasi zu Mainstream, Retrovision ist nervig, zu Mainstream geworden ist und dann, und man eben, wie gesagt, wie bei, so mit 10.000 Abos, da könnten wir noch großartig was geleistet hat, beziehungsweise noch eine YouTube-Auszeichnung bekommen hatte. Na. Ja, apropos, also große Abonnenten und von wegen große YouTube-Game und Abonnenten. Ich wollte mal was sagen zu den ganzen Abonnenten da draußen. Ich meine, von mir. Ich meine, ich habe jetzt 60 Abonnenten, was jetzt eigentlich ganz okay ist. Aber was ich sagen muss, ich bin da irgendwie unglücklich mit. Nicht davon, dass ich irgendwie, oh, so viele Abonnenten und das überfordert mich. Nein, ich meine eher im Sinne von, ich habe 60 Abonnenten von euch da draußen, aber ich habe so das Gefühl, beziehungsweise ich sehe es ja, keiner von euch guckt eigentlich mehr zu. Von all diesen 60 Abonnenten. Ich meine, bis auf ein paar Ausnahmen, aber ich meine, ich habe 60 Abonnenten, aber habe irgendwie vergleichsmäßig dafür fast keine Aufrufe.
ich vermute mal, die meisten von euch sind einfach eben so die Art von Abonnenten, die einfach so gesehen haben, hey, geiles Video, interessiert mich. Ich drücke Abonnieren-Button gedrückt und dann nichts mehr. Und jetzt bin ich einfach nur eine von vielen Videos in eurer Abo-Box, die ihr eh nicht mal anschaut. Wo ich mir denke, warum eigentlich noch? Ich meine, schaut ihr darüber und denkt euch so, ach ja, damals. Dieser D-Chan, ach, der hatte mal so ein lustiges Video damals gemacht. Toll. Habe ich nicht gesehen. Super. Na gut, wir können ja auch schnell das Herz hier holen. Halbes Herz. Warte mal. Wo ist denn hier das ganze Herz? Aber dann übersieht. Ja, toll. Ach komm, egal. Und dann übersieht ihr das einfach und klickt ein anderes Video. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr wahrscheinlich 100 Leute abonniert und bemerkt euch vielleicht deswegen nicht mehr. Was irgendwie schon ziemlich traurig ist. So. Fly me to the moon. Tja. Da denke ich mir doch eigentlich so, auch wenn das... Ich weiß, ja, ich werde jetzt, werdet ihr wahrscheinlich denken, welcher YouTuber sagt sowas bitte, aber... Scissors. Okay. Mein, okay. Scheiße. Nicht gut gelaufen. Es war wegen der Dunkelheit. Und wieso rumlaufen, wie blöde. Ach. Das Spiel ist einfach furchtbar. Your enemies. Nein. Wisst ihr was, Leute? Wir machen noch bis 15 Minuten und dann hören wir auf. Sticky Bombschutz. Das heißt, wir können die Bombe an die Gegner und dann explodiert die nach einer kurzen Zeit. Könnte man eventuell... Nein, warte. Ich mache jetzt nochmal einen Versuch noch. Kann man fallen lassen, dann gehen die Gegner los und war explodiert drauf. Nein. Ja, das ist halt Profi Isaac Gameplayer, nicht wahr? Das heißt, jedes Mal, wenn er... Was ist das denn? Yves Mascara schiebt... Speed up und shit. Oh, okay. Aber dafür mehr Shotdown. Ja, Speed up ist gut. Okay, warten wir bis 15 Minuten zum nächsten ersten Boss und dann beenden wir das hier. Brauche ich nur noch ein Speed up, beziehungsweise ein Shot Speed up. Genau. Wie viel Schaden haben wir denn jetzt? Okay, 4. So, okay. Ja. Da denke ich mir doch so. Ja. Jetzt wette, das sagen wahrscheinlich nicht viele YouTuber zu den Abonnenten, aber bitte deabonniert mich. Ich weiß, das klingt vielleicht merkwürdig. Und irgendwie auch widersinnig. Ich meine, welcher YouTuber sagt bitte zu seinen YouTube-Abonnenten, bitte deabonniert mich. Aber in jedem Fall bringt es uns doch nicht weiter, uns beide. Also ich und YouTuber da draußen. Also euch Abonnenten da draußen. Obwohl die meisten von euch sehen das hier wahrscheinlich eh nicht. Also ist es ja eigentlich genauso, als wenn ich gegen eine Wand im Keller ringen würde. Also, was soll's. Rede ich mit nichts. Genau. Tja, was soll man machen? So. So, besiegen wir den Boss und dann beenden wir diese Folge hier. Eventuell sehen wir dann in der nächsten Folge und dann wird das dann hoffentlich besser. Gott, ey. Ich glaube, das ist wirklich nicht das Beste. Ich meine, ja, macht ein bisschen mehr Schaden, aber dafür ist der Schaden... Quatsch, der Shot-Speed ja praktisch gesehen 0. Ja, ist wahrscheinlich noch bei 1, ne? So, komm schon, Little Gish. Er ist nicht Little Gish. Na? Ja, komm. Und zack. Na, komm, schon ein Treffer noch. So. Und hat er sich selbst getötet. Oh, okay. Evil Up ist gut. Dafür hört zumindest die Chance, dass wir dann in den Devil-Raum kommen. Und Devil-Item ist eigentlich mal gut. Ich meine, die Zeit wie Guppy. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen dann in diesen nächsten Aufnahme dann Guppy. Nicht wahr? Oh, okay. Halbe Sekunde noch. 30 Sekunden. 40 Sekunden. 50, 42 Sekunden. Ja. Tja. Und wie gesagt, wenn einer von euch zuguckt, deabonniert mich oder schreibt mir vielleicht mal, warum ihr meine Videos nicht mehr guckt. Das wäre natürlich auch mal interessant. Obwohl, warum eigentlich? Das, ja, toll. Vielleicht habe ich ja Glück und vielleicht kriegt ihr jetzt einen Flacker. Ein Schlüssel. Das wäre natürlich voll supi. Two of Hearts. Das tut mir nicht weh, weil ich voller Herzen habe. Und Rage Down. Oh, super. Noch ein Malus. Macht es ja natürlich noch besser. Ja, fliegt in die Flammen rein, ihr Fliegen. Genau, umgekehrt. Das war dämlich. Oh, okay, der Schlüssel, okay. Finger kreuzen und hoffen, dass da jetzt was Gutes drin ist. Little Chat.
gibt uns Herzen. Eventuell könnte der noch gut werden, obwohl Seelenherzen mir natürlich lieber werden. Okay, oh, für 15 Minuten, okay. Marco, machen wir den einen Raum noch. Oh, Vollidiot, D-Chan. Hat wieder zugeschlagen. So. Okay. Okay, Challenge-Raum, Stachelraum. Komm. Alter. Alter, ey, bist du dumm? Ja, ich bin dumm. Ja, ich weiß, dass ich dumm bin. Ich bin das schlecht. Ich bin ein mieser Isaac-Spieler. Ich weiß. Und ein mieser Let's Player auch dazu, der nur noch 15 Let's Plays aufnimmt. Und ich habe nur 15. Ich habe nur 11. Da müsste ich 15 für haben. Okay. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Bind of Isaac. Eventuell könnt ihr noch einen Schaden. War jetzt zwischen zwei Räume? Ja. Naja, gut. 6 Bomben. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Bind of Isaac. Afterbirth, ganz wichtig. Und ja, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, wie ihr abgeschaltet habt, bis zum nächsten Mal und überlegt euch das auch vielleicht doch mal, beziehungsweise warum Videos machen, wenn die Leute es nicht schauen, die es einen abonniert, die einen abonniert haben. Beziehungsweise die aktuelle Aktion 0 ist in jedem Fall. Und von der Seite aus. Also, überlegt es euch. Bis dann. Ich sage, bis zur nächsten Folge von Bind of Isaac. Ciao.